Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und unserer Kooperationspartner der Badischen Zeitung mit ihrem Verleger Christian Hodeige und der Reinhold-Meyer-Stiftung Baden-Württemberg hier im Konzerthaus in Freiburg. An der Spitze darf ich begrüßen den Bürgermeister der Stadt, Herrn Ulrich von Kirchbach, den Abgeordneten von Marschall und seine Frau, die frühere Abgeordnete Sibylle Laurisch, den Ehrenbürger der Stadt Freiburg und ehemaligen Rektor, Herrn Professor Jäger mit seiner Frau. Ich begrüße Professor Viktor Pfannenberg, den früheren Direktor des Walter-Eucken-Institutes, und mit ihm zahlreiche Professoren, die unter uns sind, und Sascha Fieck, den Kreisvorsitzenden der FDP hier in Freiburg. Seien Sie uns alle sehr, sehr herzlich willkommen. Als Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Ralf Dahrendorf sehr verbunden. Ralf Dahrendorf war von 1982 bis 1987 Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung und er war, was die Badische Zeitung eben betrifft, viele Jahre lang Berater, Kolumnist für die Badische Zeitung. Er stand der Redaktion immer wieder zu Gesprächen zur Verfügung und in einem besonderen, engen Verhältnis auch zum Chefredakteur der Zeitung. Und ich hatte mit Ralf Dahrendorf noch verabredet, das war im Jahr 2008, als wir das 50-jährige Jubiläum der Stiftung, die ja von Theodor Heuss gegründet wurde, feierten, dass er im Jahre 2009 noch einmal hier eine Veranstaltung an der Universität durchführen würde. Und dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil er am 17.06.2009 verstorben ist. Aber ihm zu Ehren machen wir diese Veranstaltung und wir führen sie jetzt zum dritten Mal durch. Wie Sie sehen, bin ich nicht Wolfgang Gerhardt, der eigentlich angekündigt war. Wir hatten am Freitag noch bei uns, Donnerstag und Freitag, Gremiensitzungen, Kuratoriumssitzungen. Und da saß er schon mit einer Grippe im Anflug neben mir. Und gestern hat er mich dann angerufen und hat gesagt, es geht einfach nicht, das Fieber da. Und dann habe ich kurz entschlossen gesagt, nee, ich fahre sowieso immer gerne nach Freiburg. Ich habe hier studiert, bin der Stadt verbunden, habe seit 35 Jahren oben auf dem Schauinsland in Hofsgrund eine kleine Wohnung und dann verbinde ich das eben an diesem Wochenende mit einem, ja, mit einem freudigen Ereignis hier und kann auch heute Nachmittag noch ein bisschen wandern, bevor ich mich wieder ins Auto setze und zurückfahre. Das Thema heute, unserer heutigen dritten Dahrendorf-Lecture, das wird schon im ersten Blick in der Überschrift deutlich, beinhaltet ein Spannungsverhältnis. Es ist ein Spannungsverhältnis, mit dem jede offene Gesellschaft notwendigerweise konfrontiert wird. Da ist der schöne Begriff der Chancen, der so beliebt ist, dass fast jede Partei in sich auf die Wahlplakate schreibt.
Und dann ist da der wesentlich ambivalentere Begriff der Herausforderung, der sich nicht jeder stellen möchte, weil er doch letztlich auch mit dem Begriff des Risikos einhergeht. Als gute Dahrendorfianer wissen wir, dass es zur offenen Gesellschaft keine wirklich akzeptable und humane Alternative gibt. Und wir wissen auch, dass deren Vorteil gerade darin besteht, das Spannungsverhältnis nicht wegharmonisiert, sondern als Konflikte offen ausgetragen werden. Leben, so sagte Dahrendorfs großer intellektueller Mentor Karl Popper, sei ständiges Problemlösen. Und da sind wir schon bei dem Punkt, der für viele Menschen, die vielleicht die Chancen lieben, die sie durch die offene Gesellschaft gewinnen, doch zur Herausforderung wird. Die offene Gesellschaft ermöglicht Lebenschancen und materielle Möglichkeiten gerade dadurch, dass sie eben offen ist. Es gibt gesellschaftliche Regeln, aber kein festgelegtes gesellschaftliches Ziel. Es gibt so viele Ziele, wie es Menschen gibt. Es gibt unzählige Formen vielfältiger Kooperationen, wobei hier in Ralf Dahrendorfs Begriff der Ligaturen von der Familie bis zum Verein erinnert sei, die zwischen Staat und Individuum stehen und vielleicht die eigentliche Gesellschaft ausmachen. Es gibt immer neue Methoden und Erkenntnisse, aber kein verbindliches Dogma, wie es dereinst die Religion war. Und das erweckt Unbehagen, weil gerade die Sicherheit des Dogmas und die Harmonie der Gemeinsamkeit des Ziels für viele Menschen der Halt ist, den sie suchen. Und deswegen haben Ideologien mit diesem Versprechen immer viel Zulauf, obwohl sie neben der Zerstörung der Chancen und der Offenheit selten eine bessere und harmonischere Gesellschaft schufen. Der Kommunismus, die gemeinschaftsselige Ideologie schlechthin, hat wesentlich atomisiertere und zerrüttetere Gesellschaften hinterlassen als die westlichen Demokratien und Marktwirtschaften, in denen rege Zivilgesellschaften gedeihen. Die Bedrohungen, die von diesem Unbehagen an der offenen Gesellschaft ausgehen, sind in den letzten Jahren aber deutlich gefährlicher geworden. Hierzulande gab es allenfalls ein gewisses postmaterialistisches und eskapistisches Kulturklima, das eher die Grundfesten der offenen Gesellschaft, aber nicht erschütterte. Heute rücken die Bedrohungen näher. In Europa gibt es wieder einen Autoritarismus, der Eroberungsfantasien frönt, die wir längst für überwunden hielten. Und offensichtlich ist die anarchische Gewalt des islamistischen Terrors im Nahen Osten attraktiv für Jugendliche, die Authentizität und festen Halt suchen. Eine offene Gesellschaft kann und darf darauf nicht nur mit Repression oder gegen Repression antworten. Vielmehr sollte sie ihre eigentliche Stärke ausspielen, nämlich die Chancen, die sie bietet. Und dazu muss sie problemlösungsorientiert auftreten. Sich selbst und ihre Funktionsmechanismen ständig zu überprüfen, gehört dazu. Und die Einsicht, dass vielleicht einige Dinge auch schiefgelaufen und korrekturbedürftig sind. Das Chancenversprechen funktioniert ja nur, wenn es wirklich faire Rahmenbedingungen und reale Teilhabemöglichkeiten gibt. Spätestens seit der Finanzkrise
und der darauf folgenden Eurokrise ist klar, an denen wurde Raubbau betrieben. Der Wohlfahrtsstaat klassischer Prägung, der auf jedes gesellschaftliche Problem mit geliehenem Geld antwortete, war ja einmal zur Chancenmehrung geschaffen worden. Heute ist er der Grund, warum das Eurosystem in die Krise geraten ist, warum das Wachstum auf absehbarer Zeit schwach bleibt, warum die Geldpolitik das Ersparte gefährdet. Die einzige klare Zukunftsperspektive, die Jugendliche von heute haben, ist die, dass die Rentenrechnung der Babyboomer bei ihnen noch eintreffen wird. Schon jetzt zeigen Untersuchungen, dass überall in den Industrieländern junge Menschen zu Nesthockern werden könnten, auf dem Arbeitsmarkt geminderte Chancen besitzen und wesentliche Entscheidungen des reifen Erwachsenenalters, etwa Familiengründung oder Hauskauf, immer mehr aufschieben. Das wird die Schieflage des Generationenvertrages noch einmal verschärfen. Wenn wir über Lebenschancen und Herausforderungen reden, dann müssen wir auch über eine neue Balance zwischen individueller Freiheit und Sozialstaatlichkeit nachdenken. Dass Deutschland bei der Jugendarbeitslosigkeit besser dasteht als die anderen Länder Europas, liegt daran, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich einmal reformiert wurde. Und so müssen wir auch über andere Bereiche offen und konstruktiv diskutieren. Über ein mit besseren Anreizen versehenes, effizientes Gesundheitssystem oder über eine flexible Rente oder um einen Subventionsabbau in der Energiepolitik, der heute die Ärmsten der Armen trifft. Es geht um den Schuldenstaat, aber auch um die Nutznießer von Schulden und lockerer Geldpolitik. Ralf Dahrendorf sprach da in seinen letzten Schriften vom Kapitalismus auf Pump. Viele Diskussionen von heute tun so, als gäbe es wirklich einen Kampf zwischen dem Raubtierkapitalismus des freien Marktes und dem allmächtigen sozialistischen Staat. Letzteren gibt es nur in Nordkorea, Kuba und vielleicht in Venezuela. Ersteren gibt es angesichts des Regelfalls von rund 40-50% Staatsquote, zumindest in Europa nirgendwo. Die häufigste Wirtschaftsform ist in verschiedenen Formen das, was man heute im Englischen den Crony Capitalism nennt, die Vetternwirtschaft zwischen Staat und organisierten Interessen. Da nutzt billiger Antikapitalismus nichts, weil kurzsichtiger Sozialpopulismus, wozu ich persönlich ganz ausdrücklich die Rente mit 63 erwähne, ein Riesenteil des Problems ist. Es ist primär der zu freudig Geld ausgebende Staat, der uns jetzt eine in ihren Lebenschancen geminderte Generation bescheren wird. Dass man schon jetzt, wo es möglich wäre, die reichlich fließenden Steuermittel zum Sparen zu verwenden, über die Lockerung der Schuldenbremse diskutiert, halte ich kein Anzeichen einer seriösen Politik.
Aber man darf natürlich auch nicht alles, was sich freies Unternehmertum geriert, unangesehen vergöttern. Auch hier wird zu Lasten anderer bedient. Die Immobilienbranche und der Finanzsektor in den USA ließen sich eine unsinnige Geldpolitik gerne gefallen, bis die Finanzkrise kam, mit schnellen Forderungen nach einem Bailout. Der ökoindustrielle Komplex in Deutschland beschwert sich auch nicht gerade heftig darüber, dass seinetwegen der Bürger enorme Lasten einer Subventionspolitik zu tragen hat. Das sind nur zwei so aktuelle wie augenscheinliche Beispiele. Hier bedarf es einer Rückkehr zum Ideal liberaler Ordnungspolitik und unverzerrten Wettbewerbs. Wir brauchen mehr Freiburg. Wir brauchen keinen schwachen Staat, sondern einen, der so stark ist, dass er sich selbst begrenzen und unsinnigen kurzfristigen Impulsen widerstehen kann. Sie sehen, ich habe mich jetzt ein wenig zornig geredet, aber letztlich geht es ja auch um ein hohes Ziel. Die offene Gesellschaft muss die Teilhabe an den Chancen wieder so herstellen, dass die Menschen die damit verbundenen Herausforderungen als fair und als gerecht empfinden, was nicht im Sinne staatlicher Umverteilungsgerechtigkeit missverstanden werden sollte. Die sanfte Erosion der Freiheit ist dabei, in einem unsanften Erwachen zu enden. Und das schreit förmlich danach, die Grundlagen vieler Systemkomponenten unserer Politik auch neu zu überdenken. Lebenschancen und Herausforderungen, darum geht es heute. Die Referenten, die wir heute unter der bewährten Moderation des Chefredakteurs der Badischen Zeitung, Herrn Hauser, eingeladen haben, versprechen das. Professor Emeritus Dr. Dr. H.C. Mult, Ottfried Höffe, Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, Leiter der Forschungsstelle für politische Philosophie, zahlreicher Publikationen, Verfasser zur Ethik und politischen Philosophie, prägender Kant- und Aristoteles-Experte, seien Sie uns herzlich willkommen. Professor Lars Feld, Direktor des Walter-Eucken-Institutes und Mitglied des Sachverständigenrates, herzlich hier bei Ihnen zu Hause willkommen. Und Dr. Hans-Ulrich Röhlke, den Vorsitzenden der FDP und DVP-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Sie alle garantieren, so denke ich, eines, dass die Diskussion den hohen Ansprüchen und dem Geiste Ralf Dahrendorfs entsprechen wird. Wir alle sind gespannt darauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.